Hurra! Ich bekomme einen Zuschlag von 6% mehr Regelaltersrente, wenn ich diese ein Jahr später beantrage. Ist das wirklich ein Grund zur Freude? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Immer wieder zu lesen in ganz großen Lettern, wer seine Regelaltersrente erst ein Jahr später beantragt, als er erstmals bekommen könnte, bekommt pro Jahr späteren Rentenbeginn 6% mehr Zuschlag zur Rente. So schreibt es unter anderem auch die Deutsche Rentenversicherung. Wenn ich also erstmals am 1.9.2021 eine Regelaltersrente in Höhe von 1.000 Euro brutto erhalten würde und diese dann aber erst ein Jahr später zum 1.9.2022 beantragen würde, würde ich dann 60 Euro mehr Rente bekommen, also statt den 1.000 Euro 1.060 Euro. Und dies ein Leben lang. Ein Riesengeschäft. Ich würde sagen, wenn wir den Daumen vielleicht doch nach unten machen und langsam anfangen zu zweifeln, dann würde ich sagen, dass es kein Bombengeschäft und kein Riesengeschäft ist. Denn was haben wir nämlich vergessen in der Betrachtung? Der Zuschlag an sich ist ja gar nicht so schlecht. Aber was nehme ich denn dafür in Kauf? Ich nehme dafür in Kauf, dass ich ein Jahr lang auf meine monatliche Rentenleistung von monatlich 1.000 Euro verzichte. Vom 1.9.2021 bis zum 1.9.2022. Das sind sage und schreibe 12.000 Euro, die ich nicht in meinem Portemonnaie habe. Unabhängig davon, ob ich nebenbei noch arbeiten gehe und Hinzuverdienst habe oder im Lotto gewonnen habe, das spielt keine Rolle. Ich betrachte es nur rentenrechtlich. Und um diesen Rentenverlust von 12.000 Euro mit einer um 60 Euro monatlich höheren Rente, das sind also 720 Euro mehr, die ich im Jahr ab dem 1.9.2022 dann bekomme, wieder wettzumachen, muss ich sage und schreibe 16 Jahre und 7 Kalendermonate leben, ehe sich dieses Geschäft für mich amortisiert. Sie machen es ganz einfach. Sie nehmen die 12.000 Euro und dividieren die 12.000 durch die 60. Dann kommt nämlich eine Zahl 200 raus. Das sind dann die Kalendermonate und das dividieren Sie wiederum durch 12 und dann kommen Sie auf 16 Jahre und 7 Kalendermonate. Das heißt also, wenn ich ab dem 1.9.2022 meinetwegen 67 Jahre alt bin, dann muss ich fast 84 Jahre alt sein, um dann im 84. Jahr mit der erhöhten Rentenleistung die erste Amortisation zu haben. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist für mich persönlich überhaupt kein Bombengeschäft, sondern das ist ein Riesenverlustgeschäft, denn die Deutsche Rentenversicherung kann Ihnen nicht garantieren, dass Sie tatsächlich das 84. Lebensjahr erreichen. Und was ich dann auch noch sehr fatal finde, ist die Tatsache, dass Sie ja de facto auch noch eine Rentenleistung verlieren und nebenbei auch noch Hinzuverdienst haben könnten und dieser Hinzuverdienst ja auf diese Regelaltersrente, die Sie ab 1.9.2021 bekommen könnten, gar nicht angerechnet wird. Das ist das Bombengeschäft, wo ich sage, das lohnt sich wirklich, wenn man, wer will, wenn man gesund ist, nach der Regelaltersgrenze dann einfach weiterarbeitet, dann wird der Hinzuverdienst nämlich nicht an die Rente angerechnet. Also ich sage, bevor man sowas macht, auf seine Rente freiwillig verzichtet, sollte man sich das vorher ganz genau überlegen und dann den Rentenantrag stellen und nicht auf eigene Rentenansprüche leichtfertig verzichten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.